Steffi Lemke, die in der letzten Markus-Lanz-Sendung war, ist wirklich der Inbegriff für die grüne Realitätsverweigerung. Viel Spaß. Wir Grüne können Regierungsarbeit, wir können Oppositionsarbeit und haben Koalitionsverträge an unseren Inhalten orientiert. Da muss ich nichts zu sagen, oder? Aber noch besser wird's, als sie dann anfängt, von Markus Söder zu reden. Dumm, das ist infam, aber ich glaube, Markus Söder lebt auch irgendwie in einer eigenen Welt. Und das scheint einfach ein großes Bierzelt zu sein. Ja, das mit der eigenen Welt könnte man klar auch über Frau Lemke sagen. Das hat wohl im ersten Moment auch Markus Lanz überlegt, aber das wäre wohl zu unhöflich gewesen. Und dann schlüpft die Grünen-Politikerin in die Opferrolle. Es ist ja, die Grünen hatten im bayerischen Wahlkampf Angriffe auf eine Art und Weise an den Wahlkampfständen, wo es wirklich ins Physische gegangen ist, wo Leute Angst hatten, sich noch demokratisch zu engagieren. Ja, sowas ist absolut nicht in Ordnung. Passiert aber eben gerade auch der AfD. Wie zum Beispiel der regional bekannte Unternehmer Matthias Baerbaum, der jetzt seine Kandidatur für die AfD zurückgezogen hat, weil man seine Familie bedroht hat. Oder hier, wo sich die Antifa rühmt, dass sie einen AfD-Bus niedergebrannt hat. Wobei auch umliegende Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden, was die Antifa aber durchaus bedauert. Diese Aktion bezeichnen sie als einen Gruß an alle 27 Abgeordneten der AfD. Sondern an einer solchen Entwicklung, dass die Grünen zum Feindbild gemacht worden sind, das ist nicht so geschehen aus Zufall oder weil keiner drauf geachtet hat. Das ist gezielt aufgebaut worden aus rechtsextremistischen Kreisen heraus. Rhetorik, die dann teilweise von der falschen Seite übernommen worden ist, bis sie sich auch in den Diskurs der demokratischen Parteien, das hatten wir ja eingangs alles, wenn Friedrich Merz die Grünen zum Hauptgegner erklärt und eben nicht die AfD, eine antidemokratische Partei, zum Hauptgegner erklärt. Okay, ich überspringe jetzt einfach mal die Tatsache, dass sie die AfD, die Volksabstimmungen nach dem Schweizer Vorbild möchte, als undemokratisch bezeichnet, aber dass sie meint, dass die Abneigung gegen die Grünen aus rechtsextremen Kreisen kommt, zeigt ihre völlige Verblendung. Hunderttausende Bauern und Handwerker sind auf den Straßen und demonstrieren gegen ihre Politik. Aber sie schlüpft viel lieber in die Opferrolle, das ist ja alles eine große Kampagne von den bösen Rechtsextremen. Und deshalb fällt sie auch beim nächsten Zitat von Michael Bröcker völlig aus den Wolken, weil sie sich Kritik an ihrer Person absolut nicht vorstellen kann. Die Bundesumweltministerin Steffi Lemke ist sozusagen die personifizierte Ideologie der Grünen. Das haben Sie gesagt? Ja, eigentlich sogar noch schlimmer, Frau Lemke. Ja. Ich habe gesagt, für Lemke Sie, ist die Personifizierung der grünen Ideologie. Das ist der ganze Satz. Für viele da draußen sind Sie Das erklären, wenn Sie das wiederholen, nicht die vielen da draußen. Ja, sage ich ja gerade. Wenn ich darf, würde ich es erklären. Sie sind eine Umweltaktivistin im Staatsamt. Das liegt an Ihren Themen, an Ihrer Vita, für die Themen, für die Sie sich immer schon eingesetzt haben. Und deswegen sind Sie selbstverständlich. Für alle die, die jetzt gerade in den letzten Jahren hadern mit einer grünen Politik, sind Sie der Inbegriff. Wie sie es einfach nicht fassen kann, dass jemand sowas über ihre Politik sagt. Aber genau das ist es. Aber sie schafft es wirklich, immer noch einen obendrauf zu setzen. Vielleicht ist es ja möglich, dass, was Sie mit da draußen oder mit den Menschen beschreiben, dass es da unterschiedliche Positionen gibt. Weil als ich mit dem Bundeskanzler in der Hochwasserregion in Sachsen-Anhalt gewesen bin, als die nicht wussten, ob der Damm hält und die Dörfer wegschwemmt, waren die Themen, für die ich stehe, die ich im Übrigen nie als grüne Ideologie bezeichnen würde, die Themen Schutz unserer Natur, sauberes Wasser, saubere Luft, die waren für die Leute extrem virulent und die waren existenziell. Moment mal, Frau Lemke, waren Sie dort am Schlafwandeln? Herr Bundeskanzler, Sie wissen schon, dass heute die ganzen Freiwilligen nach Hause geschickt werden, nur weil Sie hier da sind. Haben Sie das wirklich schon vergessen, Frau Lemke, oder machen Sie jetzt einen auf Scholz? Die Menschen waren sauer, weil sie ihre Arbeit unterbrechen mussten, damit sie schön betroffen reinschauen können und ein paar gute Fotos für die Presse haben. Nein, die Menschen haben die Schnauze voll von ihrer ständigen Klimaleier. Hier auch nochmal erklärt von einem Landwirt. Dass unser Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD allen Ernstes durch die Gegend läuft, in der Welt, im Stern und überall und nichts Besseres zu tun hat, als während dieser Hochwasserkatastrophe in seinem Land läuft, davon zu berichten, dass er der Klimawandel unterwegs ist und man noch mehr CO2 einsparen müsse. Man würde es ja wieder sehen. Es brechen hier ein Deich nach dem anderen weg in Niedersachsen. Die hat man gebaut vor hunderten von Jahren. Und zwar so hoch gebaut, wie man das Wasser damals erwartet hat. Jetzt kommt das Wasser so hoch. Und die Deiche gehen reihenweise kaputt, müssen mit Sandsäcken geschützt werden. Liegt das am CO2, dass seine Deiche in seinem Land nicht halten? Ministerpräsident Weil ist seit 15 Jahren Ministerpräsident und länger und sieht, wie die Wölfe hier die Schafe von den Deichen fressen.
und lässt zu, dass der Deichschutz in Niedersachsen sukzessive abgebaut wird. Und jetzt hat der nichts Besseres zu tun, als den Klimawandel verantwortlich zu machen. Das ist so ein hanebüchendes Zeichen. Und man fragt sich wirklich, wo ist eigentlich noch Restverstand bei diesen Menschen? Aber das Witzige bei Ideologen ist ja, sie können sich das niemals eingestehen. Ich lasse das, was Herr Bröker gesagt hat, so nicht im Raum stehen. Weil, ich sage Ihnen das nochmal, das ist keine grüne Ideologie, sondern das ist für viele Menschen handfest und existenziell. Und wenn Sie jetzt versuchen, weil ich schon mein ganzes Leben lang mich für Umweltschutz einsetze, über meine Biografie zu konstruieren, dass das grüne Ideologie wäre, sage ich, das wird nicht funktionieren. Das nehmen Ihnen die Leute da draußen nicht ab. Doch, das sehen die Leute so. Sie haben sich schon immer hauptsächlich für Klima interessiert und jetzt in der Politik machen sie genau das Gleiche. Tja, wie sagt man so schön, wer als einziges Werkzeug einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel. Und jetzt streut Herr Lanz nochmal richtig schön Salz in die Wunde. Es gibt diesen gemeinsamen Prüfvermerk von Wirtschafts- und Umweltministerium, Ihr Haus, Anfang März 2022 veröffentlicht. Da geht es mit keinem Wort um die CO2-Bilanz von AKW. Aber es gibt, und das nochmal, Kollegen von Bild, eine frühere Fassung dieses gemeinsamen Vermerks. Und da findet sich ein sehr interessanter Satz, der dann gestrichen wurde. Und ich zitiere wörtlich: Mit Blick auf die in der Diskussion teilweise als Argument angeführte CO2-Reduktion dürften die ca. 30 Terawattstunden zusätzlicher Atomstrom ab 2024, also wir hätten es weiterlaufen lassen, etwa 25 bis 30 Millionen Tonnen CO2-Reduktion im deutschen Strommix bewirken. Gab es den Satz und ist der gestrichen worden? Das sind meine zwei Fragen. Ja, das ist dann wirklich blöd, wenn man ideologiegetrieben dann auch nur eine Technik verbietet, die ja eigentlich perfekt ins grüne Wahlprogramm passt, da sie CO2-neutral ist. Aber es muss natürlich die richtige CO2-Neutralität sein. Herr Lanz, mein Haus ist für nukleare Sicherheit in diesem Land zuständig. Mit allen Facetten, die da drin sind. Endlager, Zwischenlagerung. Ich darf meine Entscheidung als oberste Atomaufsicht des Bundesministeriums für nukleare Sicherheit nicht an CO2-Bilanzen ausrichten. Okay, das war nicht meine Frage. Meine Frage war, gab es den Satz? Ich kann Ihnen aus dem Stegreif nicht sagen, ob das Wirtschaftsministerium solche Dinge aufgeschrieben hatte. Aus meinem Haus kann das nicht gekommen sein. Also Moment mal, will sie damit sagen, dass Kernenergie zu unsicher ist? Schauen wir doch mal bei Our World in Data vorbei. Und da sehen wir in einer Grafik die Todesrate pro Terawattstunde erzeugter Energie. Und Kernenergie ist hier auf dem zweitbesten Platz. Und dabei sind ja auch die Vorfälle von Tschernobyl und Fukushima mit eingerechnet. Und wenn wir mal auf die andere Seite schauen, dann sehen wir, dass es nicht nur eine der sichersten, sondern tatsächlich die CO2-ärmste Methode ist, Energie zu erzeugen. Denn der CO2-Ausstoß ist sogar noch geringer als bei Solar- und Windenergie. Jetzt kommt aber der beste Teil. Sie meint nämlich, dass sie die Akten zur Verfügung gestellt hätte. Da muss Lanz aber ganz deutlich widersprechen. Und mehrfach sowohl von meinem Haus als auch vom Wirtschaftsministerium beantwortet worden. Und die Akten sind zur Verfügung gestellt worden von beiden Häusern. Nee, Herr Bröker sagt, das stimmt nicht. Und deswegen haben ja die Kollegen von Cicero ja auch geklagt. Was damals diskutiert worden ist, Herr Lanz, ist doch gewesen. Ja, und den Einspruch von Lanz und dass das Online-Magazin Cicero auch dagegen geklagt hat, ignoriert sie einfach mal. Und Herr Habeck und ich haben beide gemeinsam völlig unideologisch gesagt, wir sollten diese AKWs über diesen Winter weiterlaufen lassen. Wir sind nach vorne gegangen, Robert Habeck und ich, und haben gesagt, wir ändern das Atomgesetz, also Atomgesetznovelle in Auftrag gegeben, in meinem Haus angewiesen, um diese drei AKWs in diesem Winter CO2-Bilanz hin oder her weiterlaufen zu lassen. Ja, für diesen einen Winter und dann? Das ist eine absolut pragmatische und unideologische Entscheidung das gewesen. Das würde ich bezweifeln. Da hat mich auch niemand zu getrieben. Das würde ich an dem Punkt bezweifeln. Also ich frage mich als Bürger dieses Landes, wenn wir doch sagen, CO2 ist wahnsinnig wichtig. Sie haben gerade erklärt, wie wichtig Umweltschutz ist, wie sehr es auf jedes Gramm CO2 ankommt. Und dann verzichten wir auf bis zu 30 Millionen Tonnen CO2-Reduktion, weil wir diese Dinger unbedingt jetzt ganz schnell abschalten müssen? Ja, genau das machen wir. Und Frau Lemke ist auch nach wie vor davon überzeugt. Und dass wir AKWs nicht brauchen, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen, das zeigt der rasante Ausbau erneuerbarer Energien, den wir gegenwärtig haben, die fossilen aus dem Netz verdrängen, die weniger Kohlestrom inzwischen nutzen und dass wir die Energieversorgung trotzdem sichern, dass wir die Preise sichern konnten und dass das ohne Atomkraft möglich ist. Genau, ich habe die Preise gesichert. Nur steigen durch die erneuerbaren Energien ständig die Netzentgelte, wodurch der Strompreis immer teurer wird. Stadtwerke geben bekannt, Strompreise steigen für Privathaushalte 2024
Um 32%. Ist ja nicht so, dass wir jetzt schon die weltweit höchsten Strompreise haben. Und die Energieversorgung könnt ihr auch nicht sichern mit den Erneuerbaren. So schreibt der Polonius: Strommangel. Spanisches Unternehmen kann kein Rechenzentrum in Bayern bauen. Die geplante Ansiedlung eines Großrechenzentrums und damit auch 250 Arbeitsplätzen scheitert am mangelnden Strom, da die benötigten 50 Megawatt nicht kontinuierlich bereitgestellt werden können. Und egal wie sie es dreht, man hätte zumindest Teile des Kohlestroms mit Kernenergie ersetzen können. Da kann sich Lanz auch eine spöttische Bemerkung nicht verkneifen. Und ich habe schon das Gefühl, das hat dann schon auch einen ideologischen Hintergrund, wenn wir sowas dann einfach so schnell machen. Den Eindruck habe ich nicht. Ich sage das nochmal fürs Protokoll. Ja, den Eindruck habe ich auch. Wenn es gefallen hat, gerne liken und abonnieren. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne eine Kanalmitgliedschaft annehmen. Bis zum nächsten Mal.